Na, von Nadeln nicht unbedingt, aber von den Krankheiten, die drauf sind. Weil wenn ich mich impfen lasse, ist kein Problem. Aber AIDS-Spritze brauche ich nicht unbedingt. Zombies. Zombie-Apokalypse sind wir schon vorbereitet, gell? Ja. Na, vom Wolf. Oh ja, schon mehr vom Wolf. Der kann dich auch lebendig aufessen. Mit Gewitter gar nicht, da schlafe ich sogar gut. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Clowns und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir ja, sehen uns bald wieder. Schon. Der hat eine über zu viele Mimik. So einartig, irgendwie so komisch. Einfach zu schnuppern, die Augen auf, das ist eigentlich. Was bisher geschah? Ist das so lange her? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Ah! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Der Schlaganfall, Josh. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Und wir werden schon beobachtet. Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Ja. Ich meinte nur, nein, dass... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Mal voran, Kumpel. Na super, hätten wir es mal gehalten. Hey, Ash. Hey, Chris. Na, ist er nicht da, Dings? Na, machen wir halt unruhig. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist. Und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Was? Schau. Ja.
Aua. Und? Hast du es schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Natürlich nicht so viel. Matt! Lange ist's her. Harte Saison, hä? Ja, kann man so sagen. Freundlich sind wir. Hey, alles klar, Mann? Manche Menschen sind so. Total verlogen. Okay. Ich glaube da, dass er gemeint ist. Dabei meint er die Asiatin. Die Namen, ich weiß nicht. Mit den Namen habe ich es nicht so. Das habe ich mir deswegen gemerkt, weil mit Matt immer M zu mir sagt. Ja, stimmt. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Zustimmung. Na, über wen redet er überhaupt? Ich hab's jetzt dir nicht wirklich mitgekriegt. Nein, protestieren. Hey. Weil er ist ja verliebt in die Ashleys gestanden, gell? Ich bin meine, er hat gesagt Ash. Das Mike dran interessiert? War, lässt du das vielleicht mal sein? Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres Super-Szenario so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ja. Wir sind ja nicht so, wir sind ein netter Mensch. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht funkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abkühlen. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Weg. Nichts, ich wollte schauen, ob da oben was liegt. Sieht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Kommst du nicht mal ohne dein Handy klar? Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Schade, dass er nicht runtergefallen ist. Wenigstens ist er reingefallen, ne? Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Zähne schon mal fit. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Das passiert mir auch immer. War ich das? Bei Licht. Ich glaub nicht. Glühbirnen. Lichtbirnen wollte ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf das komme. Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und... Ja, kein Schnittchecker. Bingo. Okay, du kriegst Wobei, bevor ich, ich
Na, ich lass. Ich sag's dann nachher, wenn ich vorbei ist. Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Bevor ich da umeinander tue, mit einem Flammenwerfer, pisse ich lieber das Schlüsselloch an. Das funktioniert genauso gut. Und es ist. Den Feuerzeug hinhalten geht auch, weil sie ja nicht da ist. Ja, das schon, aber ich meine nur, bevor ich da so komplizierter Deo suche. Oh, legen wir es lieber weg. Nein. War da nicht noch irgendwas? Ja, ich wollte weiter schauen, ich habe nur geschaut, wo der Weg durchgeht. So, jetzt muss ich kurz aufs Klo, da spiele jetzt kurz die Karo weiter für 5 Minuten. Alles durchsuchen. Alles durchsuchen. Nein, das läuft nicht. So, Headset auf. Schauen wir mal, ob ich es überhaupt noch. Aber durchsuche alles gescheit. Ich beeile mich. Ja, schnell. Ganz schnell. Kennst mich ja, ich kriege immer gleich einen Herzinfarkt. Blumentopf. Ha! Echt cool. Aha. Nix. Was war das denn? Na bitte nicht. Das ist auch nix. Ich kann das nicht. Chris, wirklich, wirklich? Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Der Großmeister ist wieder da. Ja, Gott sei Dank. Ich fürchte mich schon. So, schnell, schnell. Hopp, hopp. Bitte sehr. Schau, ist eine Aufnahme von so einem schönen Face machen. Ja, so schön ist das aber nicht. So, wo hast denn, was hast du denn schon alles gefunden, oder? Eingegangen und den Durchgang. Das Familienporträt habe ich gesehen. Mir hast du nicht angeschaut. Das war aber kurz eben. Da im Weg oder kann ich dann noch nicht durch? Komisch. Da war was, oder? Nein. Staubflanke wieder rein.